Ich bin Kerem aus München und bin seit weniger als einem Jahr in der Linken aktiv. Also für mich gehen Impulse für eine Politikänderung erstmal immer von der Straße und vom Betrieb aus. Also wenn es geschafft wird, dass es eine große soziale Bewegung gibt, die gegen Krieg, gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, gegen Rüstungsexport auf die Straße geht, vielleicht sogar in den Betrieben aktiv wird, Stichwort Rüstungskonversion, dann wird sich das irgendwann auch auf der politischen Ebene, auch in den Landtagen und am Ende im Bundestag äußern. Und ich glaube, das braucht einfach eine große Bewegung, die Nein zum Krieg, der von Deutschland ausgeht, sagt. Also ich finde die Forderung Deutschland raus aus der NATO nicht richtig, weil was würde dann Deutschland machen? Ich bin eher der Meinung, dass die NATO aufgelöst werden soll und durch ein System der kollektiven Sicherheit und kollektiven Zusammenarbeit ersetzt werden soll. Mir ist natürlich bewusst, dass der Kapitalismus den Krieg in sich trägt wie die Wolke das Regenwasser. Aber trotzdem sollten wir in der internationalen Konfliktlösung darauf pochen, dass diese gewaltfrei durch Dialog und Zusammenarbeit geschieht und nicht durch Waffengewalt.